Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirka, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Vorführen und hinterher hält mein Opa eine Ansprache. Na komm, lass uns hingehen. Meinst du? Aber klar doch, die anderen Kinder gehen schließlich auch alle hin. Ich weiß nicht. Komm schon, du hast doch sonst auch allen Quatsch mitgemacht. Irgendwie ist sie anders drauf, seit dieser Dschungelkerl bei uns ist. Ich gehe mit, aber nur wenn Mowgli auch mitgehen darf. Was, den willst du mitnehmen? Der hat doch da nichts zu suchen und außerdem kann ihn keiner von uns leiden. Naja, und Opa ist noch sauer wegen der Sache mit dem Maultier. Ist gar kein Problem. Wenn Mowgli nicht mit darf, will ich auch nicht. Halt, warte, Meshua. Wenn du unbedingt willst, nimm ihn von mir aus mit. Na also, Mowgli, wir gehen uns Elefanten ansehen. Hey! Oh, aua! Mist. Elefanten im Dschungel eigentlich noch größer? Aber klar doch, mehr als so viel. Und ihr Chef, der heißt Hati und der... Und nun, hochverehrtes Publikum, wird unser geschätzter Freund Buldeo, besser bekannt als der König des Dschungels, uns von einem Abenteuer berichten, das er höchstpersönlich erlebt hat. Thank you.
Danke. Heute werde ich euch eine ausgesprochen interessante Geschichte erzählen, die ich noch nie jemandem erzählt habe. Vorher möchte ich mir allerdings die Frage erlauben, ob unter den geschätzten Zuhörern eventuell einer ist, der sich im Dschungel auskennt. Aha, das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Naja, ist ja auch kein Wunder, denn der Dschungel wird von großen Affen bewacht, die jeden Menschen töten, der da rein will. Bei mir allerdings machen die Affen eine Ausnahme. Wenn ich in den Dschungel gehe, kommen die Affen von den Bäumen und bieten mir den leckersten Wein an. Oh, Wein, das ist doch nicht möglich. Aber wenn das doch sagt. Der Wein ist übrigens einzigartig. Wer ihn trinkt, der wird nämlich auf immer und ewig jung bleiben. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber Buldio hat ihn doch selber probiert. Dafür sieht er aber schon reichlich alt aus. Vielleicht hat er schon ein bisschen später angefangen. Wollte, ja, was wer von euch weiß eigentlich, welches das stärkste Tier im Dschungel ist? Der Tiger! Quatsch, der Elefant! Das ist gar das Krokodil! Ja, da seid ihr aber leider ganz schön auf dem Holzweg. Das stärkste Tier ist nämlich ein Wundertier. Wie? Wo gibt's denn so was? Das allerstärkste Tier im ganzen Dschungel ist ein Wundertier. Drache, der Feuersprung. Oh. Er hat einen Tigerkopf, einen Körper wie ein Alligator und am Rücken hat er riesengroße Adlerschwingen. Nein, ein Zauberdrache? Das ist ja gar nicht zu glauben. Ruhig! Was hast du denn, Mowgli? Und dann wäre da noch was, Freunde. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal von dem menschenfressenden Tiger gehört. Der Menschenfresser? Ja, auf seinen Kopf ist, wie ihr wohl auch alle gehört habt, eine Belohnung von 100 Rupien ausgesetzt. Belohnung? Das ist Geld. Und das kriegt derjenige, der den Menschenfresser im Kampf besiegt. Stimmt, genau. Und der Einzige, der das schafft, ist mein Opa mit seinem Gewehr. Ist euch eigentlich klar, wieso der Tiger immer nur Bewohner dieses Dorfes anfällt? Weiß einer von euch vielleicht den Grund? Ich will's euch sagen, der Tiger ist von der Seele eines von uns allen gehassten Menschen besessen. Von Plunders, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Was denn, Plunders Seele? Der Dieb ist wieder. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Aber wenn er's doch sagt! Auf diese Weise will er Rache nehmen für alles, was er hier im Dorf erdulden musste. Könnt ihr euch noch an die Narbe erinnern, die der Dieb Plunders hier an der Stirn gehabt hat? Dieselbe Narbe hat der Menschenfresser auch auf seiner Stirn. Oh, so ist, dann ist es ja kein Wunder. Na, das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber wenn er es doch eben gesagt hat. Hey, was hast du denn, Mowgli? Was Buldio sagt, Blödsinn, so ein Schwachsinn! Wie kommst du dazu, Opas Geschichte schwachsinnig zu nennen? Was? Oh. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Hab ich doch die ganze Zeit gesagt! Aber natürlich, ich habe recht behalten. Das ist gelogen, ehrlich! Sag das nicht nochmal! Du bist ganz gemein! Opa, der hat mir wehgetan! Opa! Der da war's. Hey, du Ratte, was hast du da eben gesagt? Du, wenn du nicht sofort den Mund aufmachst, dann passiert was. Was du gesagt hast, war alles gelogen. Was? Du wagst es? Tigerkopf und Alligator und Adlerschwingen, so ein Tier gibt's im ganzen Dschungel nicht. Wenn's so wäre, würden die anderen Tiere den Dschungel verlassen. Und Louis, was den angeht? Louis? Louis, das ist der Affenkönig. Die Affen machen keinen Wein. Du hast doch keine Ahnung, du Lausebengel. Ich schwöre hiermit feierlich, dass ich den Wein getrunken hab. Und was ist mit Shere Khan? Shere Khan? Na, der Menschenfresser. Das ist der miese Typ, der das Dschungelgesetz bricht. Was? Dschungelgesetz? Du bist vielleicht ein Scherzkeks. Will uns der Kleine doch weismachen, dass es im Dschungel ein richtiges Gesetz gibt. Hör mal, Buldio, es gibt wirklich ein Dschungelgesetz. Menschen und Haustiere sind tabu. Shere Khan bricht das Dschungelgesetz, deshalb kann ihn auch keiner leiden. Die Einzigen, die zu ihm halten, sind Tabaki, die Hyäne und Louis der Affe. Quatsch, du bist nicht ganz bei Trost, Kleiner. Der lügt, dass sich die Balken biegen. Und die Narbe, die Shere Khan im Gesicht hat, die hat er von mir. Also, das ist was du nicht sagst. Klar, ich habe mir Opa Bogis Messer ausgeliehen und ihn verletzt. Außerdem wohnten Shere Khan keine Menschenseele. Das ist wirklich wahr. Ich war nämlich dabei, als er mit dem Tiger gekämpft hat. Mowgli hat meinem Opa das Leben gerettet. Ach, was ihr da erzählt, das ist doch total erstunken und erlogen.
Die Kinder sind ganz ausgekochte Lügner. Oh. Aber trotzdem, wenn du schon der Ansicht bist, dass es diesen Schirkan wirklich gibt, dann wirst du das auch beweisen können. Bring ihn her. Mowgli, nein. Also schön, ich bring ihn dir. Was? Denn dann werden alle wissen, dass ich kein Lügner bin. Was ist eigentlich mit der, Belohnung? Ach, was soll schon sein? Du kriegst sie aber nur, wenn du uns den Tiger herbringst. Und ich rate dir, ihn zu bringen. Sonst reiße ich dir nämlich für deine Lügen die Zunge raus. Das ist ein Versprechen. Das wirst du noch bitter bereuen. Also noch mal von vorn. Ui. Oje. Na schön. Oh, au! Nein, nein, fass es so an, wie ich es dir gezeigt habe. Wird das nichts. Wenn du dich so mädchenhaft anstellst, kriegst du das Streichholz im Leben nicht an. Los, versuch's gleich nochmal. Was soll das? Du hast mich doch selbst gefragt, ob ich dir das Feuermachen beibringe, oder etwa nicht? Und deshalb muss ich lernen, wie man Feuer macht. So? Weißt du, Opa, Mowgli hat nämlich versprochen, dass er den menschenfressenden Tiger töten wird. Bitte, du musst ihm helfen. Buldeo ist zwar eine ziemlich linke Bazille, aber er würde es trotzdem niemals wagen, sich an dir zu vergreifen, Mowgli. Also vergesst ihr am besten die ganze Angelegenheit. Nein, Opa Boogie. Wieso nein? Shere Khan, der Tiger, ist böse und gemein. Er ist nicht nur euer Feind, sondern er ist auch meiner. Und ich habe mir geschworen, ich werde ihn auf jeden Fall töten. Die einzige Möglichkeit, mit diesem Bastard fertig zu werden, ist aber, so leid es mir tut, ihn mit Buldios Gewehr zu erschießen. Das Ganze ist kein Kinderspiel. Das weiß ich, aber ich habe mir einen Plan ausgedacht. Ach. Ich kann's schaffen, wenn ich dein Messer und die rote Blume benutzen kann. Deshalb musst du mir unbedingt beibringen, wie Feuer gemacht wird. Na los, versuch's nochmal. Na schön. Diesmal schaff ich's ganz gewiss. Wie wär's denn, wenn du Mowgli dabei mal ein bisschen behilflich wärst, Meshwa? Ja, natürlich. Schau mal, Mowgli. Ui. Geschafft! Du hast ganz allein Feuer gemacht. Na, siehst du, mein Freund, das war doch nun wirklich nicht so schwer. Hey, du machst den Arm
ziemlich verrückt. So. Was habt ihr beide denn? Pass gut auf, Mogli. So wird's gemacht. So. Komm, jetzt bist du an der Reihe. Versuch's gleich nochmal. Ja. Da, da. Ja. Mit Kraft allein kommst du auf keinen grünen Zweig. Du brauchst genug Schwung aus dem Körper heraus. So. Hast du dir wehgetan, Burgi? Nee, nee. Los, mach mir das mal nach. Und da. Und gleich nochmal. Na also, wer sagt's denn? Und als nächstes lernst du, wie man eine anständige Fackel macht. Klar. Aha. Hey. So, der ist goldrichtig. Schau ihn dir ganz genau an. Ein junger Baum ist leicht anzuzünden, aber dafür schwer wieder zu löschen. Schreib dir das hinter deine Ohren. Mhm. Ja! Ja! Na schön, das reicht für heute. Meshua wird mit dem Abendessen fertig sein. Also lass uns gehen. Juhu! Juhu! Ja! Oh!
das denn? Das Vieh ist ja hinter mir her. Wenn es die aus dem Brunnen ist, dann steckt ganz bestimmt Bullio dahinter. Oh. Hey! Los, komm! Treibst du dich denn schon wieder rum? So. Ricky, Haku! Ich habe eine Nachricht. So? Ja. Shirkan ist wieder unterwegs und es sieht so aus, als wenn er wüsste, wo du dich aufhältst. Ehrlich? Er posaunt herum, dass er dich diesmal garantiert erwischt. Na, endlich. Dann ist er bald dran. Ich schwör's dir, ich werde dich bald besiegen. Findelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Shirkan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch.